Einst fuhren 4 Straßenbahnlinien in Ulm. Im Laufe der Zeit ist das Wissen der anderen Linien allerdings bei den meisten Menschen verloren gegangen. Zusammen mit Herrn Späth schauen wir uns historische Fotos aus Ulm an. Er war fast 50 Jahre bei den Ulmer Stadtwerken für die Straßenbahnen verantwortlich und erzählt uns heute, wie es damals war. Hier war in Zeflingen noch eine Gaststätte, war das Café Mack. Und da war am Eingang der Boden so abgelaufen, weil sich jeder gedreht hat, wenn die Türe zuginge. Die historischen Fotos sind eigene Aufnahmen von Bürgern wie Herrn Späth, die sie uns in einer Aktion zum Digitalisieren überlassen haben. Wir haben ja jetzt hier noch ein schönes Bild von Ihnen. Können Sie uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Jawohl, das ist in der Karlstraße in Ulm. Und Sie sehen also einen ganzen einfachen Wagen aus der Serie 1897. Und die Nummer 7, ich erinnere mich, im Jahr 1954 war ein Feuerwehrfest. Und da sollte man den Wagen neu aufbauen. Und als man anfing aufzubauen, da brach er zusammen. Und dann war die Sache somit erledigt. Wir haben all die Bilder, die die Freiwilligen am Sonntag zu uns gebracht haben, jetzt in Wikimedia Commons gestellt. Das ist das freie Medien- und Bildarchiv, das auch der Wikipedia zum Beispiel dient als Grundlage, um dort freie Bilder einzustellen. Die so eingescannten Bilder können jetzt von allen Menschen der Welt genutzt werden. Sie versauern nicht einfach nur in einem Fotoalbum auf dem Dachboden, sondern können wirklich als Zeitzeugen dienen, von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Wo war, also wenn die hier dann weggekommen ist, wo war sie dann? So ist sie weggekommen. Ja. Die Weiche sind rausgekommen und da am Bogen war die Ausweichstelle. Also unmittelbar, okay. Da sehen Sie hier nicht das Haus, wir sehen den Balkon, ja. Den erkennt man noch deutlich. Und da hinten fuhr die Straßenbahn rechts zur Olga-Straße und hatte im Bogen eine Ausweichstelle. Ah, okay. Also das wäre heute durch den Verkehr nicht mehr möglich. Herr Späth, herzlichen Dank für Ihre Zeit, dass Sie uns einmal durch Ulm durchgeführt haben. Ich bedanke mich auch. Es war sehr schön heute Morgen. Ich habe es gerne gemacht. Und wir hatten doch einen kleinen Abriss über den Ulmer Betrieb, Straßenbahn und so weiter, über manches Alte gesprochen. Danke. Vielen Dank. Bis dann wieder. Auch du kannst dazu beitragen, die Wikipedia auszubauen oder unser Bürgerarchiv wachsen zu lassen. Komm einfach vorbei, wir unterstützen dich dabei.